willkommen zurück. Wir sind mal wieder in Tessin. Im Tessin. In der Nähe von Lugano. Beziehungsweise Lugano ist gleich da hinten. Und wir sind bei Kessel, heißt es? Kessel Auto. Wie vor ungefähr 2 Monaten, glaube ich, als wir auf dem Weg aus Monaco. Nee, warte mal, da waren wir, wo waren wir gewesen? Im Chidi waren wir gewesen. Und ich bin mal wieder vorbeigefahren und habe was Schönes gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Also auf Bildern schon, aber nicht live. Guckt euch mal an. Der A1 Quattro, das ist der Vorgänger sozusagen vom Audi S1. Ja, zeigen euch mal ein bisschen. Hab auch ein separates Video darüber. Nur damit ihr es sehen könnt. Ja. Was ich geil finde, ist einmal dieses Rot in den Scheinwerfern hier. Dann die Felgen. Sieht ein bisschen plastiky aus, aber hat auch was Cooles. Sportsitze, dann den Flügel, den hat der S1 natürlich nicht. Und diese TÜV-konforme, dumme Drecksabdeckung über dem Reifen, ja, damit es bloß nicht übersteht. Hat der SLK genauso gehabt. Hinten Doppelrohrauspuff. Finde ich ganz cool mit dem Schwarz. Also sieht wirklich sehr, sehr geil aus. So, was haben wir dann noch? Drehen wir nochmal um. Da habe ich nämlich noch was gesehen. So, einmal gewechselt. Lass mal zusammen langlaufen. Also hier haben wir RS, Q5, Porsche kommt jetzt gleich. Alfa 159, da finde ich eigentlich gar nicht schlechtes Auto. Ja? Vom Design her. Dann kommen die Maseratis. Er hat ein bisschen aufgeräumt und die so ein bisschen umgestellt. Der FF, dann ein paar Bentley. Ein paar ist gut. Ja? Aber da hinten, den will ich euch zeigen. Da habe ich mir auch ein Video drüber gemacht. Und jetzt der zweite, den ich sehe, innerhalb von 2-3 Wochen oder so. Was cool ist, das sehen wir normalerweise auch nicht. Ich drehe mal um, wie das Ding von unten aussieht. Aber das kriegen wir normalerweise nicht zugesehen. Ne? Also ihr seht hier Carbon. Den Diffusor, schön in Carbon. Auspuffanlage, X-Pipe. Ja, aber alles so gut verkleidet, wie es geht. Aber irgendwo muss die Hitze ja auch noch weg. Deswegen. Ja. Natürlich, die Leute werden es erkennen, bevor ich es überhaupt sage. Continental GT3 R. Ganz klar zu erkennen am Spoiler. Und wenn man nicht weiß, kann man es auch noch nachlesen. Geiles Vieh und innen die grünen Akzente. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt... Ich glaube, das seht ihr nicht. Dashboard im Leder, grünen Akzente. Luftputzen, Carbon. So sieht er natürlich noch mal schön tiefer aus, ne? Wenn er so ist auf dem Boden, guck mal. Deswegen stellt er den wohl auf die Rampe, damit er noch geiler aussieht. Wirklich geiles Vieh. So, dann gehen wir mal weiter. Habe ich nämlich noch einen schönen gesehen. Also für Ferrari gehen wir jetzt nicht drüber, das habt ihr letztes Mal gesehen. Ja, da haben wir den FF, den F12, dann den 488. Als Coupe, 488 als Spider, 488 als Coupe. Den Levante. Da wird es demnächst bestimmt auch viele von geben. Ja? Maseratis erste, wie sagt man das? Ja, der erste SUV von Maserati sozusagen. Gut, aber was noch irgendwie interessanter ist, finde ich, nicht die F's California, sondern der hier. Alpha 410. Sieht auch aus, als wäre es die Edition 1 oder eine von den ersten Editions, wegen den Carbon-Scheinwerfer-Abdeckungen. Viele Leute, die sich mit Autos nicht auskennen oder nicht mit Alpha auskennen, die werden nicht wissen, das Ding hat nur 1,75 Liter Hubraum. Ja? Leistet 240 PS. Hat eigentlich einen kleinen Auspuff, aber das Ding macht Laune ohne Ende. Ja? Ist wirklich ein Krampf, da reinzukommen. Aber vor allem der Sound ist extrem geil bei dem Ding. Wirklich sehr, sehr geil. Das ist auch noch die Spider-Version, das heißt Cabrio, kannst du abmachen, das wäre weg. Ja. Das war es eigentlich so quick gewesen, weil ich muss weiter nach Hause. Es sind noch 3 Stunden Fahrt. Ich weiß nicht, ob man Susten passt. Ich halte mal oben an. Ich bin hier mit dem Abarth unterwegs, sondern mit dem anderen. Hab die Kamera auch nicht nach vorne raus zum Aufnehmen, beziehungsweise ich habe das Stativ nicht. Aber ich halte mal oben an und mache einfach mal hinter dem Video ein paar Bildchen rein. Weil das ist wirklich super geile Strecke und die werde ich dann noch mit dem Abarth abfahren.
und das dann auch natürlich abfilmen für euch. Also, danke fürs Zuschauen, subscriben, liken, teilen. Bis zum nächsten Mal. Stau. Jedes Mal. Jedes Mal. Es ist unglaublich. Ja? Ich kann es nicht mehr ab. Ich kann es echt nicht mehr ab. Leute, macht da fucking eine achtspurige fucking Autobahn durch den Tunnel durch. Achtspurig. Alle Spuren offen. Raus. Habt ihr das schöne Lied gehört? Ich mag so alte Lieder, weil die hört man nicht so oft. Ne? Und wir sind jetzt im Kanton Uri, ja? Weil im Sommer, also es ist jetzt kein Sommer, aber im Sommer sind die Pässe halt offen und man muss nicht außen rumfahren, wenn man halt ins Berner Oberland will, sondern man kann nicht außen rum, sondern einfach oben über den Pass rüberfahren. Das heißt, jetzt fahren wir über den Sustenpass rüber, aber ich wollte euch mal das Panorama zeigen. Also wir sind von daher kommen bei Wassen, fahren jetzt hier dran vorbei, diesen wunderschönen Bergen, ja, und fahren dann da hinten jetzt hoch, über den Pass rüber. Und gestern bin ich gefahren, hatte ich 3 Jahreszeiten innerhalb von 3 Stunden, ja, hat geregnet, also Herbst war bei uns in Berner Oberland, dann war Schnee oben auf dem Sustenpass, da halten wir gleich nochmal an, wenn wir da sind, und dann war Sonne im Tessin, in Lugano. Sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus, ja. Also ich mache mal ein bisschen so Aufnahmen hier, und das Schöne an den Bergen hier ist, sind extrem viele Wasserfälle, ja. So kleine Bäche, Wasserfälle, schaut mal da hinten. Ja, da habt ihr so einen kleinen Wasserfall, wunderschön. Ja, aber es ist auch wirklich gefährlich, weil wenn man hier so lang fährt, ist es so schön. Man guckt immer links und rechts und hoch. Man muss echt aufpassen, dass man nicht irgendwie sich ablenkt, ne. Und das ist auch eine geile Strecke. Motorradfahrer. Also, wir bleiben hier noch ein bisschen und dann fahren wir weiter.
angehalten. Wir sind auf ungefähr 1700 Meter. Fahren jetzt da hinten hoch. Das habt ihr gerade eben gesehen. Der Sustenpass, so heißt der. Der ist 2224 Meter hoch. Und oben ist Schnee. Ja? Also ihr seht es hier außen rum schon überall. Die Schneegrenze ist ungefähr bei 2000 Metern im Moment. Aber ist schon ein krasses Panorama, oder? Also ich finde das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Was ich auch cool finde, ist, dass sie ab und zu mal so eine Parkbucht gemacht haben, damit die Leute echt mal anhalten können und es mal genießen können. Ja. Aber wir fahren noch ein Stück weiter. Ich hoffe, euch gefällt das so, weil ich finde das wirklich für mich selber, ich finde das wunderschön hier. Und es ist ein Naturschauspiel, das hat man einfach nicht. Wenn man vor allem aus dem Flachland kommt, also ich bin aus Berlin, ne? Da hast du sowas nicht. Ja, da hast du sowas nicht. Und ich empfehle es jedem, der es kann, einfach mal auf dem Weg nach Italien vielleicht irgendwo einen dieser Pässe mal abfahren. Ja? Aber ihr werdet noch viel mehr sehen. Ich werde wirklich so viele Pässe wie möglich abfahren für euch. Und das auch filmen und euch dann halt so präsentieren. Also, ich hoffe, es gefällt euch. Schaut euch mal das an. Da unten ist die Straße. Die führt dann hier so unten lang. Pinker Schnee. Auch noch nicht gesehen. Schaut mal das Panorama an, ey. Guck mal, hier habt ihr den Schnee. So, jetzt zeige ich euch mal, warum man hier im Winter nicht durchfahren kann, weil, Moment, weil der Schnee ungefähr 4 Meter hoch ist und dann die Straße natürlich voll ist damit. Ja, es kommt dann alles von unten runter und dann ist nicht mehr viel mit Durchfahren hier. Ja, dann hat eine so eine, ja, von da nach da über die Straße rüber. Euch das Panorama an, echt. Weiter geht's. Ja, da muss man aufpassen, ne? Liegt einfach so ein riesen Stück Schnee auf der Straße. Ja, aber ihr seht auch, das ist auch sehr populär hier, die Strecke, oder alle Pässe bei Motorradfahrern. Na, guck mal hier den Schnee. Das ist ein Motorradfahrer allerdings. So, die Straße, jetzt Schnee auf der rechten Seite. Ist höher als das Auto. M4. Noch ein M4. Porsche. Maserati. Und ein paar Bikes. Ja, aber hier, wenn ihr mit Bikes hierher kommt, müsst ihr aufpassen. Ihr seht, es ist nass. Guck mal, es dampft hier. Ja, weil wir sind jetzt auf 2224 Meter, also auf der Höhe vom Sustenpass. Und guck mal, da ist Schnee da hinten. So, da ist der Sustenpass. Das ist so ein kleines Restaurant. Und fuck, es hagelt. Es hagelt. Okay, egal. Weiter geht's. Ich wollte nur mal kurz anhalten und es euch zeigen. Ja? Irgendwann sind wir wieder weiter ins Auto. Ihr seht richtig, ihr schwitzt. Es sind 6 Grad, also heute ist warm. Straßenverlauf 32 Kilometer folgen. Also ihr seht, innerhalb von irgendwie, was waren es, 20 Minuten, 15 Minuten habt ihr so viele verschiedene Jahreszeiten. Jetzt habt ihr noch ein bisschen Nebel, machen wir Nebelscheinwerfer lieber an. Beziehungsweise ist einfach nur der Regen und das Eis, was verdampft. Ja? Echt aufpassen jetzt.
Ich lege mal die Kamera zur Seite und wenn es dann vielleicht aufhört zu regnen oder eine schöne Stelle ist, dann halte ich nochmal an und zeige sie euch nochmal, ja? Weil es echt ein bisschen gefährlich jetzt so. Die Kurve, die zeige ich euch ja jetzt. Die sieht, glaube ich, geil aus. Seht ihr schön, wie die Straße dampft? Und ich habe Sommerreifen drauf, ja? Also, wie ihr seht, keine Probleme, dass ihr hier rüberkommt. Es ist alles offen. Das heißt, wenn ihr guckt, wenn ihr wollt, sehen wollt, ob die Pässe offen sind, einfach nur Alpenpässe oder Pässe Schweiz eingehen und dann findet ihr die Webseite, einfach mal googeln und zeigt es euch an, ob die Pässe befahrbar sind oder nicht. Und wenn sie befahrbar sind, heißt das auch, ihr könnt damit Sommerreifen drüber. Ja, weil kann ja nicht sein, dass ihr Winterreifen braucht für sowas. Also, aber jetzt lege ich die Kamera zur Seite. So, der andere hat nochmal kurz angehalten und dann ist das, das ist der Steinsee, den seht ihr da. Und ich stehe auch beim Stein. Wir fahren jetzt da hinten lang. Seht ihr die ganze Truppe von Bikern, die da jetzt kommt? Da fahren wir lang, dann schwingen wir uns da unten runter. Irgendwann, bis es wieder warm wird und nicht mehr regnet. Eventuell wird es jetzt die ganze Zeit regnen. Ach, scheiße. Warte. So. Wir gehen weiter. Aber die Biker heizen hier auch durch, ne? Ja, richtig schön Schnee, ne? Gleich vorbeigeballert. Und die Gewette hinterher. So, wir fahren auch weiter.